Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Basteltown. Heute mal nicht aus der Werkstatt, sondern aus der Küche, die ich gerade mache. Alte ist raus. Leute, das war eine Geburt, auch das mit den Dosen hier. Und da war nur Verlängerungskabel hinten drin, aber ja, in so Ecksteckdosen, also neue Dosen setzen und so Gedöns. Jetzt sind wir aber so weit, dass wir das Waschbecken reinmachen können. Und da habe ich was von SVH und Bosch bekommen. Ihr wisst ja, bekommen, bewerten oder testen und bewerten, behalten. Ich glaube, so heißt's. Und was kann man besser gebrauchen als zum Einlässe machen, also Ausschnitte? Genau, eine Bosch Tauchsäge. Und zwar die Biturbo GKT. So, und zwar 18 Volt 52 GC. Ich bin jetzt schon happy mit dem Ding, kann ich euch sagen. Vor allem Akku betrieben, du brauchst dich nicht um Kabel kümmern. Ja, also zeichnen wir erstmal an. Das heißt, ich lege die mir hier jetzt passend und ich habe entschieden, der Schnitt fängt an 5,5 cm und wir haben eine Breite von 77,0 und eine Tiefe von 48,2, die wir sägen müssen. Und jetzt richten wir die uns passend aus, machen hier mal einen Strich und da einen Strich und dann nehmen wir die weg. Und auch hier kommt er zum Einsatz, mein Speedmarker. Und da ziehen wir jetzt hier die Linie rüber. Da habe ich schon mal den ersten Strich. Jetzt nehme ich eine Wasserwaage und einen Winkel. Lege die Wasserwaage hin, den Winkel an die Arbeitsplatte. Wasserwaage an den Winkel. Fahre hier dran an meinen Strich. Drücke die Wasserwaage fest. Mache hier auch mal einen Strich. So. Heißt, wir sind hier im Winkel und hier im Winkel. Das gleiche machen wir hier natürlich auch. Und müssen jetzt nur noch beidseitig die 48,2 nach hinten messen. Was jetzt noch wichtig ist, da ich ja noch eine Blattstärke habe, die müssen wir einberechnen, heißt, wir gehen grob 2 mm, besser gesagt, um genau zu sein, nach innen, denn das Blatt hat ja auch noch eine Stärke. Wer darauf jetzt nicht achtet, hat einen Ausschnitt, der 4 mm zu breit ist. Gut. Dann können wir mal den ersten Schnitt machen. So, jetzt habe ich vergessen, Aufnahme zu drücken, ich hält. Ne? Nächster Schnitt. Vorderer Schnitt. Wieder 2 mm ungefähr weg. Säge auflegen. Wir haben jetzt an der Säge hier einmal diese Markierung und einmal diese Markierung. Das ist Anfang und Ende der vom Sägeblatt. Und wenn der Strich an der Linie vorne ist, haben wir genug. Und eintauchen. Jetzt wollte ich angeben mit meinem Tischchen, Labortisch. Der ist jetzt ein bisschen zu kurz. Ich nehme jetzt einfach nur einen Karton, lege den runter und dann fahre ich den wieder runter und dann passt das hier mit der Höhe. Vorher war es genau, aber ich habe ja die Platte unterbaut. So, heißt, wir legen den, stellen jetzt den dahin, legen die Schiene an und sägen hier einmal lang.
jetzt noch die Ecken ausarbeiten. Das geht ruckzuck mit einer gescheiten Stichsäge. Meine Empfehlung ist, das hier vorher dran machen, bevor ihr das da rein macht, wenn ihr das so macht. Wenn ihr natürlich nur einen Wasserhahn austauscht, brauchen wir nicht das Waschbecken ausbauen. So, jetzt ist es aber so, dass ich das hier rüber drehen muss und ich habe den Vorteil, hier habe ich eine L-Form und dann kann ich das Waschbecken gemütlich von unten festschrauben und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und das Gleiche machen wir jetzt auch noch mit der Herdplatte. So einfach macht ihr euch die Ausschnitte. Eine Stichsäge, Tauchsäge, ihr könnt das auch alles mit der Stichsäge machen. Aber man weiß ja, die Blätter laufen manchmal unten raus oder sonst was. Also der Schnitt wird schräg im Winkel. Und deswegen bin ich froh über meine neue Säge. Klar habe ich auch eine kabelgebundene, aber ich muss euch jetzt schon sagen, selbst wenn ihr absaugt, dass da kein Kabel, Stromkabel dran ist, ist schon mal sowas von geil. Und Power hat die auch noch mit ihren 5,5 Ampere Akkus. Ne? Also, danke fürs Zusehen. Ich baue jetzt hier die Küche weiter. Und mal gucken, demnächst kommen News. Da zeige ich euch dann ein paar Aufnahmen, wie es davor aussah, wie es während der Umbaumaßnahme aussah. Nämlich katastrophal, wie ihr da hinten noch gesehen habt an der Wand. Und wenn es so fertig ist. Ne? Also, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonnieren. Und in die Videobeschreibung gucken. Also, ich bin raus und ciao.